Der Great Reset ist auf der Erde angekommen. Vorerst mal in Sri Lanka. Sri Lanka ist ein idyllisches Land, wie ihr da auf dem Bild sehen könnt. Hier geht es nicht um den Great Reset als solches, sondern um die Umsetzung dessen. Und Sri Lanka macht das gut vor, das wird auch nach Europa kommen. In Sri Lanka ist ein System eingeführt worden, bei dem Ihr Personalausweis mit einer App verknüpft werden muss, um die Erlaubnis zu erhalten, ein bisschen Benzin zu kaufen. Angeblich soll es auch bald nach Europa kommen. Laut der Nachrichtenagentur vor Ort wird berichtet, dass die Polizei im ganzen Land bereits die App teste, die darauf ausgelegt sei, Echtzeitdaten von Tankstellen auf der ganzen Insel zu teilen, damit Fahrer nationale Rationen nicht umgehen könnten. Die Demokratische Soziale Republik Sri Lanka befindet sich derzeit in einer beispielhaften Wirtschaftskrise, wie wir auch, die zu Engpässen bei Benzin, Diesel, Flüssiggas, Grundmedikamenten, Lebensmittel, Wasser und Strom sowie bei fast allen anderen Grundgütern geführt hat. Das kann uns auch noch blühen. Proteste gegen den amtierenden Präsidenten haben zum Rücktritt aller Mitglieder seines Kabinetts mit Ausnahme des Präsidenten selbst geführt. Einschließlich des Bruders des ehemaligen Premierministers. So etwas kommt in unserem Land bestimmt nicht, werdet ihr sagen. Eine App, die mit euren realen Daten verknüpft ist, mit eurem Personalausweis. Nee, Leute, die haben wir längst, seit über einem Jahr. Ihr fragt euch, wo denn? Ja dann, die App ist doch anonym. Stimmt, solange ihr kein Zertifikat importiert, da steht sehr wohl euer Name drin. Und ihr müsst, um irgendwo reingehen zu können, in ein Restaurant oder zum Einkaufen, euren Status vorzeigen und natürlich euren Personalausweis, damit man weiß, ob das auch übereinstimmt. Na klar, geht's auch ohne diese App. Man zeigt seinen Zettel vor, dazu auch wieder den Personalausweis, aber das macht halt viel Aufwand, Ausdrucken und so weiter. Ja, in der Zukunft wird das anders sein. Wenn man Essensmarken verteilt, dann werden die nicht mehr so verteilt, sondern per App. Ist eine Verknüpfung mit einem Personalausweis überhaupt notwendig? Ich glaube nicht. Jeder, der einen Handyvertrag hat, muss dabei seine normale Identität angeben, seine Kontodaten angeben und wenn der Staat auf diese Daten zurückgreift, kann er jederzeit feststellen, wer welches Handy besitzt. Die Verknüpfung mit dem Personalausweis ist dabei völlig unnötig. Und spätestens, wenn ihr das erste Mal etwas kaufen wollt, dann müsst ihr euch halt vorlegen. Mein Gott, das ist so. Selbst ohne SIM-Karte kann man feststellen, wer das Handy im Besitz hat. Google erfasst ja unsere Bewegungsdaten. Darauf auf euren Home zu schließen, ist sehr einfach. China hat es mit einer Vielzahl von Apps vorgemacht. Da gibt es sogar eine App. Wenn da rot aufleuchtet, dann müsst ihr zu Hause bleiben. Social Scoring ist auch eine beliebte Art und Weise. Bayern hat es sogar vor mit einem Bayern-Tonken. Im Moment ist ja ein Bürgergeld im Gespräch, das Hartz IV ablösen soll. Vielleicht kommt es gleich als digitale Version auf euer Handy. Mit einem simplen QR-Code lässt sich dann erfassen, was ihr einkauft und was ihr einkaufen dürft. Technisch ist das alles sehr leicht umsetzbar, wenn nicht sogar schon fertig als App. Eine solche App ebnet den Weg zur Planwirtschaft. Ja, DDR 2.0. Eine Bekannte ist aus der DDR, die sagt, schlimmer als in der DDR ist es jetzt schon. Und selbst wenn das Regal voll ist, dürft ihr dann nur eine bestimmte Anzahl von einem Artikel kaufen. Und das geht dann bundesweit. Ihr könnt nicht einfach in die andere Filiale gehen und dort weiter einkaufen. Da kommt was auf uns zu. Die neue Weltordnung. Na, viel Spaß. Wenn das nicht ein Great Reset ist, dann weiß ich nicht.